Verrückte Frage. Hast du schon mal was von einem Donnerei gehört? Wozu denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht habe, ich würde sie ein bisschen aufhalten. Sie hatte früher so. Wie ist das? Brauche ich.
perfektes Timing. Das sollte reichen. Das brauche ich. Könnte nützlich sein. Hey, ich bin's. Boza sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll, und vielleicht hat er recht, ich weiß nicht. Neulich hat's ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Rapper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich hab so eine, wie heißt das, mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Boza, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaub das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich hab sein Leben riskiert für ein Ersatzteil. Ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich hab ein Jahr an dem Bike gebastelt. Das hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war's okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike. Und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Boza besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du. Thank you.
Mir das lieber mal ansehen. Es geht nichts über... Yeah.
Ich halte mich raus. Geschenkeladen. Hier muss es doch sowas geben. Mal sehen. Ah, gutes Timing. Das war's. Hey, hey, hey. Ist okay. Hey, hier draußen ist es nicht sicher.
Ich weiß, wo ein Camp ist. Was? Ein Camp? Ein Camp? Wo? Wo? Zeig's mir! Ich geh hin! Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh Mann, danke. Danke, ich war am Arsch. Heilige Scheiße! Ich war so gut wie tot, weißt du? Vielen, vielen Dank, Mann. Ich... Danke, danke. Sag ihnen, es war Deacon. Die kennen mich. Meide die Hauptstraßen, nicht anhalten. Schützenhinterhalt. Wie das hin. Das wird halt. Thank you.
Wie laufen die Geschäfte, Sanny? Muss man das tun? Dein Bike sieht mitgenommen aus. Hey, danke dir. Hey. Hey, Deacon, oder? Wie geht's, Sanny? Hey, leg deinen Arsch an. Arbeit. Tu, was ich sage! Okay! Okay! Scheiße! Oh, Lisa, ich... Geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus.